Jetzt stehen wir hier gerade vor dem letzten eigentlich großen Bauprojekt vom Spreepark. Ab Mitte der 90er Jahre gab es eigentlich nur noch kleine neue Attraktionen. Das war so das letzte große, was man für viel Geld gebaut hat. Natürlich die Wildwasserbahn, wie man unschwer erkennen kann. Wir gehen auch gleich mal in den Bahnhof rein. Und von der Länge her war das damals die sechstgrößte Wildwasserbahn der Welt vom Hersteller Mack Rides, also eine deutsche Wildwasserbahn. Die Firma Mack Rides betreibt ja auch selber den Europapark Nähe Freiburg in Baden-Württemberg. Und die haben damals diese Wildwasserbahn gebaut, auch für diesen französischen Freizeitpark Mirapolis. Also auch gleich werden wieder alle Knöpfe auf Französisch sein. Aber auch die wurde vom Spreepark gekauft, dann hier aufgebaut. Und da hinten haben wir dann auch nochmal die 16 Meter hohe Abfahrt. Und damals in einem deutschen Freizeitpark einzigartig, mittlerweile haben viele nachgerüstet, aber damals in den 90ern einzigartig war der sogenannte Bumper. Also Sie sind ja bestimmt auch schon mal alle irgendwann Wildwasserbahnen gefahren, also man kommt hier diese 16 Meter hohe Abfahrt runter, gedonnert und normalerweise kommt man dann unten an und ist pitschnass und je nachdem wie das Wetter ist, freut man sich oder man ärgert sich. Hier war es ein kleines bisschen anders, man kam diese 16 Meter hohe Abfahrt runter, gedonnert, war total trocken, hat sich super gefreut, dass man nicht nass geworden ist. Und dann kam diese böse Welle in der Schiene. Das heißt, man ist nochmal hochgedrückt worden, nochmal ins Wasser reingedrückt worden. Und dann war man von oben bis unten pitschnass. Und weil man nicht damit gerechnet hat, war es egal, wie das Wetter war. Die Leute haben sich geärgert. Und in dem Moment, wo man dann so richtig am Fluchen war, machte es dann schon in der Hecke einmal Blitz, weil dann wurde das schöne On-Ride-Foto geschossen, was man dann später auch im Bahnhof beim Ausstieg kaufen konnte. Und den Bahnhof, den schauen wir uns jetzt an. Alles steht hier eigentlich abfahrtbereit, nur das Wasser fehlt noch ein bisschen. Und schaut euch einfach mal um, wir haben hier natürlich im Bahnhof noch die alten Boote stehen. Wir haben hier an der Seite diesen Bereich, wo früher die Boote rausgehoben worden sind. Also wenn der Park nicht voll genug war, einfach in der Nebensaison außerhalb der Sommerferien oder so, wenn nicht genug Besucher da waren, hat man natürlich nicht alle Boote fahren lassen. Und die wurden dann hier oben über diese Seilwinde einfach rausgezogen und an der Seite abgestellt. Und das guckt euch einfach mal alles an. Wir haben hier noch die ganzen alten Schilder, was man beachten muss für so eine Fahrt. Wir haben den Wartebereich, wir haben das Mitarbeiterhäuschen. Schaut euch einfach mal um.